Jetzt geht's los. Ja, und damit herzlich willkommen zum Falcon 9 SES 9 Live-Webcast-Kommentar irgendwas, Spontan-Aktion. Der Frank ist auch mit dabei, leicht angetütert, oder? Die heute wirklich sehr spontan ist, mein Video ist etwas... Hörst du mich? Ich höre dich. Ja. Du bist auch betankt mit. Ja, irgendwie, ich habe hier ein ernsthaftes Problem mit dem Video aufzeichnen. Echt? Wieso? Die Bandbreite gibt das nicht her, was ich haben will. Okay. Naja, das ist ja unsere Hörer. Dann mache ich das halt als Podcast, ist mir jetzt auch egal. Unsere genau. Hörer können sich das ja vorstellen. Ich meine, so ein Raketenstart sieht im Zweifelsfall nicht groß anders aus und. Ja, wir hoffen natürlich, dass, also es ist so, wenn ihr das jetzt mit Video seht, also wenn das jetzt hier ein Video mit unserem Kommentar ist, dann wisst ihr, dass SpaceX den Webcast nochmal als eigenständiges Video veröffentlicht hat. Wenn ihr das jetzt nur als Podcast hört, dann wisst ihr, dass SpaceX dann den Webcast, den wir gerade sehen, nicht nochmal als Video veröffentlicht hat. Oder ihr hört generell nur gerne Podcasts. Auf jeden Fall versuchen wir das hier bestmöglich für die Nachwelt auch zu erhalten. Für alle, die uns live zuhören, wir schauen den Technical Webcast, also den ohne das Gelaber, sondern nur mit dem Countdown und den wichtigen Informationen. So, und ich habe jetzt hier T-7 Minuten und 40 Sekunden in dem Moment. Ah, wir sind ganz gut. Also ich habe jetzt 36, 35, 34. Also bin so ein, zwei Sekunden voraus. Genau. Ja. Nee, wir sind genau parallel. Ah, okay. Dann, zur Abwechslung mal. Ja. Und die Sonne scheint noch. Ja, naja, ich glaube, es ist schon untergegangen, aber man sieht noch ein bisschen Tageslicht. Ja, oder so. Auf jeden Fall ist es noch ein bisschen hell. Haben ja das Dampf, ja, es dampft das Kondenswasser von dem flüssigen Sauerstoff weg. Die Sauerstofftanks sind ja wieder mal ziemlich kalt und das sieht man dann an der Fahne. T-7 Minuten. Ja, ich bin auch betankt, so wie früher die V2-Rakete. Die hatte allerdings 75-prozentigen Alkohol, ich hatte hier nur, ich glaube, 48-prozentigen Rum. Wie das halt so ist. Ja. Wenn man nach Hause kommt und mal wieder mit seinem Bruder zusammenkommt, dann muss das irgendwie gegossen werden. Ja. Ich habe ja gehört, dass beim letzten Startversuch das Boot dann doch ultimativ schuld war, weil die dann so lange warten mussten, bis das Boot raus war, dass der Sauerstoff sich aufgewärmt hatte und der Computer einen Schubverlust bemerkt hatte oder hat gemerkt, dass der Schub dem Triebwerk nicht so hoch sein sollte, wie er normalerweise ist und deswegen den Start abgebrochen hat, in der nullten Sekunde. T-6. Ja, liegt einfach daran, die Turbopumpen laufen halt auf einer bestimmten Umlaufzahl irgendwann hoch und dann pumpen sie halt so viel Volumen durch, wie halt durchgeht bei dieser Umlaufzahl. Und je nachdem, was für eine Temperatur du hast, hast du dann eine unterschiedliche Dichte. Und wenn das Zeug zu warm ist, ist die Dichte zu niedrig und dann kommt halt zu wenig Sauerstoff an in der Brennkammer. Und wenn zu wenig Sauerstoff in der Brennkammer ankommt, dann, verbrennst du nicht mehr so gut, hast du nicht mehr so viel Schub. Vehicles on self-align. Und das hat halt der Computer mitbekommen und entsprechend den Start abgebrochen. Wie es ja auch tun soll, ne? Ja, war ja richtig. Ist ja blöd, wenn die Rakete dann wieder zurückfällt. Ja. Da haben wir ja einen kleinen Antares-Vorfall. Ja,
Also, naja, ganz so schlimm wäre es nicht gekommen. Also, die Rakete wäre mit Sicherheit abgehoben. Nur die Performance wäre am Ende nicht ganz so gut gewesen. Ja. Okay, wir schalten jetzt um auf Internal Power. Man sieht, jetzt fängt auch die Rakete selbst an zu rauchen. Oder der Wind hat nur gedreht. Ja, also es sieht ja recht gut aus. Stage 2 RP1 Ich finde es ja Ich lustig, dass hoffe. die, dass das Ganze hier Kennedy Space Center so ins Wasser reingebaut wurde. Also die Sümpfe, ja, mehr oder weniger, oder? Haben Ja, die da keine es Angst musste halt vor, eine keine Angst vor Überschwemmung? Überschwemmung. Ich glaube, bei irgendwelchen Hurrikanen könnte es dazu kommen, denke ich mal. Aber ich glaube, die Priorität war eher, dass das Ganze unbewohnt ist. Ja, das schon. Zumindest weitgehend. Ja. Und Apropos Überschwemmung, hast du das vom Kraftwerk Fessenheim mitbekommen? ja, am Rande. Da wollte Ich ich. habe keine detaillierten Quellen gefunden, deswegen habe ich mich dazu nicht geäußert. Also, ich habe noch was von Notbohrierung gelesen, dass sie da den Reaktor mit Bohr fluten mussten. Ja, wie gesagt, ich habe da keine Details gelesen und es hat natürlich wieder mal keiner irgendwelche Quellen verlinkt und Und ich habe da noch mal den Artikel von, den du mal geschrieben hast, zu T-Honch. Und dass nur ständig Grüne interviewt werden. Und prompt hatte die Tagesschau auch nur Grüne interviewt. Ja, eben drum, ich weiß halt nicht, wie weit man denen trauen kann. Das ist halt blöd. Ich wünschte echt, es gäbe einfach zuverlässige Informationen, irgendwie neutrale Beobachter, die einfach neutral berichten, die ihre Quellen veröffentlichen und so, ne? Ja. Und dann, ja, das Ganze irgendwie fast schon dufte, ne? Zurück zur Raketentechnik. Hier wurde jetzt der Strongback zurückgezogen, was schon mal darauf hindeutet, dass der Start vorangeht. Es ist ja mal so ein bisschen Ja. Gebabbel, aber das waren nur Com-Checks, also nichts wirklich Wichtiges. Ja, der letzte Start, ich glaube, der erste Start wurde bei T-2 Minuten abgebrochen, der nächste bei T-1 Minute und 40 Sekunden. Oh, bei mir buffert das Video gerade, das hatte ich ja noch nie. Bei mir auch gerade. Ah, das ist Ja. wahrscheinlich. So, nochmal neu geladen. Das sind wir wohl nicht Ah, es sind auch so. 15.000 Zuschauer hier, das ist eine ganz schöne Menge. Wahrscheinlich Ja, Freitagabend haben also. viele Zeit. Ja. Stage 2 locks will close out. Man hat ja auch viel dafür getan, dass die Spannung hier steigt, ne? Minutes. Ja, also ich habe den letzten Start sogar anschauen wollen. Ist es jetzt der vierte oder der fünfte? Ich weiß es nicht. Also wenn wir die Starts dazu zählen, die so 2 Stunden vor Start gescrappt wurden, dann ist der fünfte. Okay. Ja. Also ich glaube, sie hatten ja, wollten ja dann, also zwischen dem, wo bei Minute Sekunde 0 abgebrochen wurde und dem, gab es ja einen, der 2 Stunden vorab abgesagt wurde wegen hohen Winden. Wegen Oberwinden. Ja. Go for launch. Ja, witzigerweise, SES 8 war schon mal so ein Drama, wo irgendwie 6 Mal verschoben wurde, bis es dann endlich gestartet ist. Ja, aber es sieht erstmal ganz gut aus. Dann müssen wir hier die Belichtung von der Kamera ein bisschen runterdrehen. Ja. Verify Falcon 9. Zu hoffen, dass jetzt nicht irgendwie ein Schiff wieder in Das war ja sogar die die Navy. Das war nicht Gegend irgendwie kommt. so ein Segelboot, sondern ein Navy-Schiff. Ich habe keine Bestätigung gelesen. Ich habe nur gesehen, dass die Orbital Mechanics hinterher gesagt haben, ist höchstwahrscheinlich falsch. Okay. Man versteht dich gerade ganz schlecht. Dreh mal dein Internet auf. Ja. Okay, kann ich gerade nicht ändern. Ich kann hier bestenfalls versuchen, die Quality ein Stückchen runterzusetzen. T-minus 20. Okay, wir sind jetzt wenige Sekunden vor dem Stage 2 Start. is pressing for flight. 30 Sekunden. Ja, ich hoffe, es läuft jetzt gut. Also T-minus 10. besser wirst du meine Stimme jetzt nicht kriegen. 8. Ja, jetzt ist Ich schon habe besser. Es ist besser geworden. 360p 5, runtergesetzt. 4, Ja. 3, 2,
1, 0. Lift off. 10, 9. Linkt doch sehr. Jetzt sind wir 3 Sekunden auseinander. Falcon 9 is cleared towers. GC moved to section 10.66. It's clear back. Be important. Okay, abgehoben ist das Ding. Das sieht man auch, wie hell die Flamme ist. Sofort wird ringsrum alles dunkel, einfach bloß weil die Kamera jetzt normal belichtet. Ah, sehr schön. F9, Power and Telemetry nominal. Okay, 300 km/h nach 30 Sekunden. Ich glaube, so manches Auto ist da sehr viel schneller auf die Geschwindigkeiten gekommen. Ja, es geht ja nicht um Schnelligkeit, sondern um die Strecke. Ja, vor allen Dingen, es geht um die Endgeschwindigkeit, weil jetzt sind wir schon bei 700 km/h, da kommt kein Auto hin, auch kein Formel 1 Auto. Wenn wir jetzt noch ein kleines bisschen warten, ein paar Sekunden, durchstoßen wir hier die Schallmauer. Bei was liegt sie? Jetzt ungefähr dürfte es weit gewesen sein. Ist abhängig vom Luftdruck, deswegen ist das etwas schwierig zu sagen. Hatten die Orbiter Mechanics mal erklärt, dass Schall sich in dichteren Materialien schneller ausbreitet? Ja, genau. Und halt weiter oben, so auf 10 Kilometern, wo sie es jetzt durchbrochen haben, ist halt langsamer als weiter unten. Ja. Vehicle flying down the nominal. MVAC is chilling in. Ja. Sieht doch erstmal ganz gut aus. Ja, alles tippitoppi. Ja. And recovery platform. Jo, weiter unten in der, in einiger Entfernung wartet wieder das Landungsschiff. Diesmal gab es keine Wahl. Also entweder auf dem Schiff oder halt im Meer. Und ja. Ach, ich liebe ja diese Bilder aus der hohen Atmosphäre, wenn so gerade Sauerstoff da ist. Hast du dieses eine Foto von Scott Kellys Landung gesehen? Weiß ich nicht. Der, wo die Kapsel noch über den Wolken ist? Nein. Warte, ich schick's dir mal gerade, das ist ziemlich geil. Das ist so geil, dass ich mir überlege, mir das rahmen zu lassen. Schau ich mir nachher an. Ah, ist Techniker. Ich finde halt diese Bilder toll, wenn man gerade noch sieht, wie dieser große Kerosinanteil in den Abgasen gerade noch verbrennt. So, jetzt ist Miko 1, also Main Engine Cutoff, die erste. Ah, okay, gut. Erste Stufe ist abgetrennt worden. Mhm. Die macht jetzt den Rückflug. Die macht jetzt den Rückflug und landet hoffentlich auf dem Schiff. Und mal schauen, ob es klappt. SpaceX hat von Anfang an schon gesagt, man sieht hier die Steuerdüsen, wie die dafür verantwortlich sind, dass die erste Stufe wieder neu orientiert wird und praktisch jetzt ausgerichtet wird. Wir haben Raketencam. Ah, sehr schön. Ja. Also wie gesagt, sowas nennt sich dann radiative Kühlung. Also das Ding wird einfach so brutal heiß, dass es jetzt glüht, und zwar also gelb glüht. Und das Licht, das es dabei abgibt, das ist die Energie, die man halt braucht, abgeben muss, damit genauso viel Energie weggeht, wie von der Flamme im Inneren auf diese Düse einstrahlt. Und auf die Art und Weise bleibt dann halt die Temperatur konstant, halt konstant auf einem extrem hohen Niveau. Und ich glaube, die Düsenverlängerung ist aus Niob oder sowas, jedenfalls extrem wärmeresistenten Material. Und Propulsion is nominal. Und das Ding ist ziemlich lang, also es sind ein paar Meter Länge, die Düse hat. Und die erreichen damit einen relativ hohen spezifischen Impuls von 348 Sekunden. Das sind Werte, die kannte ich bis dahin eigentlich bloß von Kerosintriebwerken, die im Hauptstromverfahren arbeiten, also von den russischen Triebwerken. Aber SpaceX hat das halt auch hingekriegt, bloß halt mit einem
richtig langen Düsentriebwerk und halt mit tief unterkühltem Sauerstoff, tiefer als es selbst die Russen unterkühlt haben bis jetzt. Ist schon, ja, ist schon relativ beeindruckend, was die da hingekriegt haben. Zumal das Ding ziemlich leicht ist. Ich weiß nicht, wie schwer es zusammen mit der Düse ist. Ohne diese Düsenverlängerung wiegt das Merlin-Triebwerk im Vergleich zum Schub, liefert 170 mal so viel Schub, wie es selbst wiegt. Und das ist ja so ziemlich das Beste, wo es gibt auf der Welt. Haben wir keinen Drohnen-Stream? Sieht nicht so aus. Es ist ja wahrscheinlich jetzt auch dunkel dort. Aber ich meine. Ja, ich weiß nicht. Wir sind erst bei T plus 5 Minuten. Also die Landung ist, glaube ich, bei 10 oder so. Ja, ist immer meistens so um 10 Minuten rum. Ja. Ich weiß es nicht mehr. Es war irgendwo so bei 9 oder 10. Guck mal, es taucht sogar unten auf. Ja, aber steht keine Uhrzeit dran. Pro Sequo steht dort Experimental Landing. Ja, aber steht keine Uhrzeit dran. Aber es ist meistens so um 10 Minuten rum. Ja. Ja, also das Ding fliegt jetzt auf jeden Fall in den geostationären Orbit, Übergangsorbit. Und davor noch erstmal in einen Parkorbit, im niedrigen Orbit. Also erstmal in niedrigen Orbit und dann wird nochmal neu gezündet, um dann in den hohen Orbit reinzukommen. Und der Webstream wird so lange gehen bis zum bitteren Ende. Das SES-Deploy. Genau. Das war lange Zeit ein großer Kritikpunkt immer gewesen, dass SpaceX die Webstreams abgebrochen hat, bevor eigentlich, ja, bevor halt die Mission zu Ende war. Ne? Okay. Wir haben jetzt hier Stage 1 Entry Burn. Sehr schön. Mit 3 von 9 Triebwerken. Ja. Könnte also sagen, ja, die Stage 1 macht die Superhelden-Dreipunktlandung. Ja, hoffentlich nicht, ne? 4 Punkte möchten es schon sein. Also eigentlich ist ja 4-Punkt-Landung ist ja in der Luftfahrt nee, aber, immer. Aber ich rede jetzt von den Triebwerken. Mhm. Und kennst du auch die 3-Punkt-Landung bei den Superhelden? Nein, weiß ich ehrlich gesagt nicht, nein. Wie sieht die aus? Bild. Das ist, wenn die immer so cool landen auf den so auf den. Ach so, die, ja, ich weiß wie, ich weiß. Knien und dann okay. Eine Faust runter. Irgendwie Tor auf der Erde landet. Ich kenne nur die 4-Punkt-Landung aus der Raumfahrt, aus der Luftfahrt als Euphemismus. Für vorne, hinten, rechts und links. Das heißt eine Crash-Landung. Die einzige Chance, dass 4 Punkte gleichzeitig aufsetzen, ist, wenn du halt ja komplett halt durchsackst und die Flügel gleich mit aufsetzen. So, jetzt werden wir sehen, ob es klappt oder nicht. Ich weiß nicht, ob wir einen Livestream vom Schiff bekommen oder nicht. Aber zweite Stufe, das sieht schon mal sehr gut aus, was hier läuft. Wir haben einen Livestream, sehr schön. Sogar Konferenzschaltung. Und es leuchtet, das heißt, die Rakete muss irgendwo in der Nähe sein. Und sie hat verkackt. Der Stream ist abgebrochen. Ja, das war wohl nichts. Oh, nee, es geht weiter. Es geht weiter, es wird hell. Und weg. Ja, das war ein Satz mit X. Ja, doch, man kann davon ausgehen. Ja, das war, wenn da irgendwie Testbild kommt. Aber wie gesagt, SpaceX hat von Anfang an gesagt, die Chancen sind gering. Also, es ist jetzt keine ganz große Überraschung. Jetzt haben wir erstmal eine ziemlich lange Zeit Coasting Phase, oder? Ja. Wo kommen die Geräusche her? Ich dachte, wir sind im Weltraum. Naja, es werden ja Geräusche durch die ganze Hardware übertragen. Also die Schwingungen setzen sich ja durch die ganzen Strukturen
durch und ja, wenn man da ein Mikrofon hat, warum nicht? Ja, jetzt muss also man die ganzen, Twitterer hier sind noch sehr optimistisch. Twitterer sind noch optimistisch, okay. Also hier SpaceX Innsbrucker, also so ein Typ, ich weiß nicht, was der macht. Trajectory Rest Looking. Das ist der Ansager. Das ist der Ansager, der normalerweise die Ansagen macht am Anfang. Der sagt Trajectory. Der ja, aber hier Parabolic Arc sagt auch schon, that didn't look good. Ja. Und ich meine, wenn der Stream-Unterricht ist, ist ein ziemlich klares Zeichen, dass da was sich sehr schnell ungeplant zerlegt hat. Ja, höchstwahrscheinlich, aber es kann doch sehr, also ich meine, guck dir das beim letzten Mal an, da ist es nicht so weit gekommen, obwohl es halt Satellit und dann umgekehrt ist. Und ja. Diesmal haben wir es immerhin hell aufleuchten sehen und so. Das kann auch sein, dass die Rakete jetzt an die Küste krault. Das kann alles sein. Do a barrel roll. It's certainly close to the drone ship, ja. Okay. Ja. 17 Minuten Coaster-Phase. Ja, wie gesagt, es ist ein schwieriges Geschäft und sie haben es auch nicht wirklich erwartet, dass das Ganze klappt. Mal schauen. Die Stufe war auch sehr viel schneller unterwegs als beim letzten Mal, als es doch ja, also sie ist ja sanft aufgesetzt und dann einfach nur umgekippt, weil halt das eine Bein nicht gerastet ist. Wahrscheinlich das ist wegen ärgerlich. Wegen Eis, ja. Mhm. Ja, wahrscheinlich halt wirklich wegen diesem Nebel, der da war, hat sich Eis gebildet. Gerade an der Stelle, wo das Ding hätte einrasten sollen. Und ja, dann ist halt umgekippt. Ja, Eis ist so eine heimtückische Sache bei der Raumfahrt. Ist ja bei Challenger auch so gewesen. Ja, es war weniger das Eis selbst. Es war halt einfach nur, dass der Gummi zu kalt geworden ist. Ja, oder Kälte halt. Ja. Hast du die Geschichte von diesem Challenger-Ingenieur gehört? Da gibt es mehrere, glaube ich. Nee, es gibt irgendwie eine, die ist ziemlich aktuell. Also NPR hat zum Jubiläum oder ja, halt zum Gedenktag von Challenger einen Bericht über diesen Ingenieur gemacht, der die NASA noch gewarnt hatte, startet das Space Shuttle nicht. Und er hat jetzt halt irgendwie ist 30 Jahre mit dieser Last rumgelaufen, dass er das nicht verhindert hat. Und dann haben ihm ganz, ganz viele Leute geschrieben. Und dann hat sich sogar die NASA das erste Mal seit 30 Jahren bei ihm gemeldet, hat gesagt, dass sie einen Fehler gemacht haben und er nicht. Und das war dann der Punkt, wo er dann sich endlich da von dieser Schuld befreien konnte. Okay, den allerletzten Punkt, den hatte ich jetzt nicht mitbekommen. Aber den Beitrag, den habe ich mitbekommen, ja. Ja, aber dann hat irgendwie sogar haben halt ganz viele Leute geschrieben und hat gesagt, also mich interessiert es nicht, wenn da irgendwelche wildfremden Leute das sagen. Es geht mir nur darum, was die NASA sagt. Und dann hat wirklich sich jemand von der NASA gemeldet und hat gesagt, also wir haben einen Fehler gemacht, nicht du. Du bist von der Schuld freigesprochen oder irgendwie sowas. Das fand ich sehr, sehr nett. Auch wenn es ein bisschen spät war. Ja, ein bisschen sehr spät, ehrlich gesagt. Aber ja. Jo, ist halt wie gesagt jetzt ein bisschen schade, dass die Zeiten fehlen. Ich schätze, das wird jetzt irgendwie eine halbe Stunde oder so noch dauern. Nee, 17 Minuten. 17 Minuten noch? Also wahrscheinlich so bis 27 etwa. Der Neustart, 20. Okay. Ja. Okay, ich hab mir dieses Press Release, dieses Press Kit, das die immer veröffentlichen, habe ich mir nicht durchgelesen. Nee, das war flog gerade durch Twitter durch. Ach so, okay, alles klar. Da hätte es drin gestanden, ne? In dem Presskit, aber naja. Jetzt muss man abwarten. Von der Landung hat man noch nichts wieder gehört. Ich schätze, dann wird es da wohl auch nicht viel gegeben haben. Und jetzt muss man halt abwarten, wie viel von den Trümmern übrig geblieben sind. It was a complete crashful success. Haben die da kein Boot in der Nähe stehen, was da irgendwann mal hinfahren könnte?
Das letzte Mal waren sie ziemlich schnell bei der Stelle, ne? Mhm. Aber hat dann auch so eine halbe Stunde gedauert, bis sie es dann konfirmiert haben? Ja, aber eine halbe Stunde immerhin. Ich war schon im Bett gewesen. Ich hatte schon meinen Bericht geschrieben und abgeschickt und alles. Und war dann halt schon zu spät, ne? Du bist jetzt pauschalisiert worden. Was heißt das eigentlich? Was das heißt, ich bekomme jetzt ein pauschales Gehalt, also für das, was ich schreibe. Also monatlich statt artikelig. Ja, also mir wird sozusagen ein Budget pro Monat zugestanden, das ich da zu füllen habe, indem ich Artikel schreibe. Ah, okay. Aber ist halt eine sehr angenehme. Aber kannst ja davon ausgehen, dass angenehmere. Das, was ja sehr wahrscheinlich ist, dass du jeden Monat dein Budget, dein Artikelpensum locker füllen wirst. Genau. Dass du dann ein monatliches Gehalt bekommst. Genau. Was halt irgendwie total praktisch ist. Das und ist durchaus praktisch. Es kommen halt auch so noch andere Angebote jetzt langsam rein, also auch durch diesen Kernfusionsartikel und so. Ist schon. Ja, der ist ziemlich gut gewesen, oder? Also von den Aufrufszahlen her. Ja. Ja. Will ich jetzt hier nicht sagen. Muss ja nicht, aber. Ich glaube, das ist ein interner, aber. Es war schon eine sehr gute Sache, ja. Ach komm, hier hat doch eh niemand zu. Das, was ich erwartet hatte, was ich auch getwittert habe, da hatte ich was von fünfstellig gesagt, ne? Hat sich als pessimistisch erwiesen. Also, ja. Also sind halt auch Klickzahlen und wenn du einen fünfseitigen Artikel hast, naja, ne? Muss man halt auch davon ausgehen. Ne? Jeder, der dann die nächste Seite lesen will, der generiert dann halt gleich nochmal einen Klick. Und von daher relativiert sich das dann schon ein bisschen, aber es ist schon, ja, es war ganz ordentlich. Uns ist auch anderen Leuten aufgefallen. Also, ich kann nicht klagen. Ja, egal. Job beiseite lassen. Wir sind hier immer noch live beim Start der Falcon 9. Ich habe es gar nicht mehr im Kopf. Wie viel sind wir jetzt? Beim 23. oder so? 22. ist der 22. 22. Start überhaupt einer Falcon 9 und der zweite dieses Jahr. Okay. Demzufolge auch der 27. von SpaceX. Ja. Was der History-Tobi mich neulich gefragt hatte, glaubst du, dass Falcon Heavy noch dieses Jahr kommt? Es ist eine der verschobensten Raketen aller Zeiten. Ich weiß nicht, ob aller Zeiten, aber von SpaceX mit Sicherheit. Also rein statistisch gesehen ist Pessimismus angebracht. Immer nächstes Jahr, ne? Aber irgendwann ist nächstes Jahr auch mal dieses Jahr und ich glaube, dieses Jahr könnte es schon sein, dass es endlich mal klappt. Ich meine, es ist halt schwierig. Also dadurch, dass die, ich weiß nicht, wie viel die Booster Cores und der zentrale Kern von der Falcon Heavy mit der Falcon 9 gemein haben. Dadurch, dass sie jetzt einen ziemlichen Backlog haben, also ziemlich viele ausstehende Starts haben, könnte es unter Umständen passieren, dass die dann sagen, wir ziehen mal doch die lieber vor und verschieben dann die Falcon Heavy doch noch mal ein Stückchen nach hinten. Ich weiß es nicht. Ich glaube, einer der Aufträge, ich glaube Viacom oder so, ich weiß nicht mehr, was es war, ist auch weggefallen. Ich weiß es nicht. Ich würde es mir wünschen, auf jeden Fall. Aber ich habe da jetzt auch keine harten Daten dazu, keine festen Aussagen oder sonst irgendwas. Also ich kann ja auch bloß doof rumquatschen, wer kann ich ja nicht. Die zweite Stufe ist jetzt über den Azoren. Ja, kurz vor Afrika. Müsste dann irgendwo bei Senegal sein. Also man sieht hier keine Grenzen eingezeichnet. Das ist auch sehr schön. Ja.
Ja, ich weiß das gar nicht. Also es müsste eigentlich so gerade bei Gambia, Senegal, so in der Ecke müsste es gerade reinkommen. Ich habe hier auch, anders als in Cottbus, habe ich hier auch keinerlei Globen herumliegen. Ja, ich habe hier keine Weltkarte mit Grenzen. Jeden Fall dürfte es dann kurz vor Nigeria dann den afrikanischen Kontinent mal kurz verlassen, noch mal ein Stück Atlantik mitnehmen und dann irgendwann über den südlichen Teil von Afrika fliegen. Also jetzt schreibt Parabolic Arc, now getting reports of a successful first stage landing, maybe it worked. Ui! Aber auf der anderen Seite schreibt Scott Kelly, at this point it would have expected some response if the landing was good, so not hopeful for clean landing. Maybe, vielleicht ist sie einfach nur irgendwie sanft umgefallen, also so, dass man es wieder ausbeulen kann. Ich glaube, das wird nichts. Das ist ein bisschen zu groß zum einfach ausbeulen. Ich weiß gar nicht, wie dick die Wände sind, aber sonderlich dick sind sie nicht. Also ich hab's ja mal verglichen mit einer Bierdose. Und ich glaube, eine Bierdose ist so vom Verhältnis her, ist erstens kein schlechter Vergleich, aber ich glaube, eine Bierdose ist sogar noch etwas dicker von der Wandstärke her. Also, ja. Ja, hier Katie Mac, hier Astro Katie schreibt, until we open the data box, the Falcon 9 is both standing upright and scattered across the barge. Schrödingers. Schrödingers Rakete, sehr schön. Okay, Ja. Ol die Quelle für Successful Landing ist Orlando Radio, die führende Quelle für Raumfahrtneuigkeiten. Okay. Overheard. I rather suspect this was yet another demonstration that the Falcon 9 is the world's most accurate anti-shipping missile. Was liest du gerade? Von Jonathan McDowell, den irgendwie hat der retweetet. Ich weiß gar nicht, McDowell. was. Ja, Planet 4589. Planet 45 89. 89. Ah, da. NASA Spaceflight hat auch irgendwas gepostet, aber auch nichts Konkretes. Schrödingers Rocket. Ja. Beste Freude ist doch Vorfreude. Ja, also ja, aber ich sage mal, beim letzten Mal zumindest bei einer noch nicht ganz so hohen Geschwindigkeit haben sie es ja doch sehr gut hingekriegt. Halt mit einer kleinen Ausnahme. Es ist War nicht gelandet weit und dann davon entfernt. umgefallen. Ja, immerhin gelandet und umgefallen und nicht irgendwie schräg gelandet, beziehungsweise schräg angekommen und dann einfach bloß drauf gehauen und explodiert, wie beim ersten Mal. Oder halt irgendwie mit Überschussgeschwindigkeit so vertikal einmal übers Deck gefegt und dann irgendwie am Rand gefallen, wie beim zweiten Mal. Leider nicht gelandet wie beim dritten Mal. Das war schon eindrucksvoll. Wieso ist sie da Ja. gelandet? Ne, das war ja Ah, das diese war Opco, Opcom okay, ja. Mission. Ja, beim Landeversuch davor ist das Schiff einfach in den Sturm geraten und Okay. wurde dabei auch beschädigt, also ziemlich stark beschädigt. Also das sah schon beeindruckend aus, wie die Wände von den Aufbauten und so weiter von den Wellen eingedrückt wurden und so. Das Ding war echt ein schwerer See. Und
ja, der nächste Versuch war dann halt der, wo die zweite Stufe dann halt im Flug kaputt gegangen ist. Mhm. Ja. So, die Station in Gabon hat Signal aufgefasst. Gabon, das ist an der Küste, an der nächsten Küste, die die zweite Stufe überfliegen wird. Sie ist jetzt, glaube ich, über der Elfenbeinküste. Und ich weiß nicht, ob sie in der Elfenbeinküste Afrika verlässt oder ob das Benin ist oder Ghana oder Togo. Diese ganzen kleinen Staaten. Wie gesagt, hier sind auf der Karte zum Glück keine Grenzen eingezeichnet, so heißen, ich kann nicht behaupten. Ach nee, Moment. Die hat ja schon viel eher die Küste verlassen. Der Track darunter. Hier ist eine relativ schlechte Auflösung bei mir jetzt. Mhm. Deswegen ist mir das nicht aufgefallen. Ach, wo wird das gewesen sein? Ach, ich hab's nicht. Hab ich nicht im Kopf, welches Land dort ist. Das ist alles schon deutlich hinter Liberia, Sierra Leone und so. Ich weiß es nicht. Ich würde behaupten, es ist westlich von der Elfenbeinküste. Ist es von Afrika, ist mal weg in den Atlantik. Und wird jetzt weiterfliegen und wahrscheinlich bei Angola oder so wieder über den afrikanischen Kontinent fliegen. Fliegt demnächst dann südlich von Sao Tome und Principe vorbei. Das sind diese zwei Inseln dort in diesem Golf von der Westküste von Afrika. Ah, und wir bekommen ein grisseliges Video von der zweiten Stufe, die jetzt relativ bald wieder gezündet wird. Irgendwie viel mehr Zeugs, das hier rumfliegt, ne, an Flocken als sonst. Das sieht ja wirklich aus wie in einem Schneesturm. Das kannte ich bis jetzt auch noch nicht so. Und wir haben Neustart. Sieht gut aus. Ja. Das sieht sehr gut aus. Ah, hab ich. Da sehen wir den Tank. Ja. Der war aber auch nicht besser aufgelöst als wir bei dir. Naja, sonderlich gut war es nicht, nee. Ja, bei mir auch nicht. Es war die Kamera selbst. Ja. Jo. So, und jetzt sind wir in 300 Kilometern Höhe auf niedrigem Orbit und beschleunigen jetzt, damit wir irgendwann auf diesen Orbit kommen, der auf 36.000 Kilometern Höhe kommt. Und von dort aus wird dann der Satellit seine erstmal chemischen Triebwerke benutzen, um auf die normale Bahn zu kommen. Ich weiß nicht, wie groß die Treibstoffreserve ist, ob er dann noch mit dem Ionentriebwerk nachhelfen will. Ursprünglich war ja geplant, dass der Satellit in ein, also nicht in diesen normalen Übergangsorbit kommt, sondern in niedrigeren Orbit. Und von dort aus dann halt mit den Ionentriebwerken nachhilft und halt etwas länger braucht, um dann in den letztendlichen Orbit zu kommen. So, zweite Stufe dürfte jetzt jeden Moment schon ausgebrannt sein. Ja, bei mir brennt es schon nicht mehr. Okay, das liegt einfach daran, dass die zweite Stufe jetzt natürlich sehr relativ leer ist und sehr, sehr leicht ist. Also darf ich nicht vergessen, das Ding hat über 100 Tonnen Treibstoff an Bord, wiegt selbst auch noch mal ein bisschen was. Und ich glaube, die Stufe wiegt, das in der Größenordnung von 5 Tonnen oder so mit Resttreibstoff. Also Leermasse, so effektive Leermasse von dem Ding sind sowas um die 5 Tonnen. Dazu kommen nochmal 5,3 Tonnen von dem Satelliten selbst drauf. Und wenn man dann gegen Ende dieses, gegen Ende der Brenndauer kommt, dann hat man da schon einen richtig hohen Schub, also eine richtig hohe Beschleunigung drauf. Da wird dann auch das Triebwerk richtig weit zurückgenommen vom Schub. Ich glaube, die zweite Stufe kann auf 40% runtergehen. Bei einem Maximalschub von 90 Tonnen, glaube ich, dürften da so was wie 35 Tonnen übrig bleiben. Das sind dann immer noch 3-4G.
Wenn das mit den 40% stimmt, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob das wirklich stimmt für die zweite Stufe. Ja, ist immer noch eine ganz ordentliche Beschleunigung, die da übrig bleibt. Jo, jetzt sind wir schon bei 400 Tonnen Höhe. 400 Tonnen Höhe, ja, 400 Kilometer. 3 Kilo hoch. Genau. Und wir sehen auch die Geschwindigkeit, wie die immer weiter runtergeht. Ist halt klar, ne? Das Ding fliegt halt von der Erde weg jetzt und da arbeitet dann entsprechend die Gravitation dagegen. Wir verlassen das Gravitationsfeld immer weiter nach außen und ist halt wirklich so, wie wenn man mit einem Auto berghoch fährt. Ja. Ne? Halt auch immer langsamer. Das darf man nicht vergessen. Hier Orbit ist auch nur freier Fall. Genau. Und fällt jetzt sozusagen die Erde hoch. Ja. Okay, Südafrika hat das Signal aufgepickt. Ja. Und jetzt sind es bloß noch ein paar Minuten und dann wird der Satellit freigesetzt und da das Live-Feed so schön ist, können wir uns darauf freuen, dass wir dann Live-Bilder davon bekommen werden. Sie zeigen aber bisher nur die Düse. Glaubst du, sie haben auch Deploy-Cam? Ich hoffe es mal. Also bei Orbcomm hatten sie es sehr, sehr schön. Ja, aber das Stream ist auch gerade sehr wackelig für die Düsenkamera. Vielleicht geht die Deploy-Kamera gar nicht. Naja, hoffentlich klappt das. Wir werden sehen. Beim letzten Mal haben sie wirklich erst im letzten Moment umgeschalten. Ja. Von daher. Wir sind jetzt schon bei 540 Kilometern Höhe. Und guck mal, wie das hochgeht. Ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kilometer. Also so in die. Es ist schon ganz ordentlich schnell. Ne? Sieht nicht so aus, als bekommen wir Deploy-Kamera. Warte mal. Okay. Flupp. Okay. Ja, man hat die Jubelschrei im Hintergrund gehört. Alles klar. Ja. Da hat die. Ah, okay. Und jetzt sind sofort die Steuerdüsen angesprungen und haben das und haben die zweite Stufe entfernt. Ja. Will ja nicht. Ja, ich weiß gar nicht, ob die nochmal neu gestartet wird und dann entorbitiert gehens wird. Okay, jetzt brauchen wir nur noch Signal. Konfirmation für Schrödingers Rakete. Ja, das wäre jetzt natürlich toll. Die Rakete befindet sich die ganze Zeit übrigens über dem Südteil von Afrika. Das ist jetzt eine interessante Aufgabe, zu sagen, wo das ist. Also wir nähern uns jetzt Tansania, glaube ich. Das könnte jetzt schon über Tansania sein. Und waren jetzt die ganze Zeit über im Kongo gewesen. Was ist denn das für ein See, der da gleich die von der Rakete überflogen wird? Tanganyika-See. Und der Webcast ist vorbei. Okay. Das war's. Wir bedanken uns bei allen Zuhörern auf jeden Fall. Ich finde es schön, dass mal wieder eine Rakete gestartet ist von SpaceX. Die finden es mit Sicherheit noch viel schöner. Ich glaube, der nächste Flug ist dann ein CRS. Okay. Ich glaube, CRS 8. Glaube ich. Ach nee, also, das klingt falsch. Klingt falsch, ne? Aber müsste es sein. Ich meine, wir hatten jetzt Orbcomm gehabt, wir hatten jetzt das Ding gehabt. Was hatten wir? Haben wir noch was? Hatten wir noch mal einen Dragon gehabt? 6 CRS, ich schaue es gerade nach. Nee, ich glaube, wir hatten noch keinen Dragon wieder gehabt. Von ja, daher, stimmt. CRS 8 ist scheduled für April 2016. 1. April sogar. 1. April, okay. Ich weiß nicht, ob dazwischen noch was kommt. Bin mir jetzt wirklich nicht sicher.
Ich glaube, SpaceX ist sich da auch nicht ganz sicher. Die haben jetzt ziemlich viel, ja, ziemlich viele Probleme, mit dem Zeitplan hinterherzukommen. Ich glaube, auf dem Zeitplan waren deutlich mehr als ein Start pro Monat. Und durch die Verzögerung jetzt, naja, klar, die müssen das halt. Ah, jetzt ist der Webcast komplett vorbei. Dadurch, dass die jetzt halt diesen unterkühlten Sauerstoff benutzen und noch ein paar Probleme damit haben, gab es dann halt immer wieder mal Verzögerungen, aber ja, ist halt so. Jo. Ach ja, sehr schönes Mission-Patch auch. Mit der Barke. Ja. Mit dem X drauf. Mit dem obligatorischen Kleeblatt. Das bringt Glück, ne? Ach so, ja. Früher war es immer so, dass die Zahl der Sterne auf dem Mission Patch die Zahl der bisher erfolgreichen Missionen angezeigt hat, aber das sind jetzt einfach zu viel geworden. Okay, deswegen wir haben hier jetzt bloß noch 11 Stück. Ich weiß nicht, wofür die 11 stehen. Jo. Jo, das war's. Ich mache mal den Stream aus. Hört ihr eh nicht mehr. Ja, wir bedanken uns jedenfalls für alle, die da noch den, die Sonderausgabe des Podcasts hören. Genau, an alle zeitsouveränen Hörer, liebe Grüße an dieser Stelle. Und wir stoppen jetzt die Aufnahme. Ciao. Ciao.